Ist die Starlines ein Auslaufmodell für die Lufthansa? Macht es überhaupt noch Sinn, für die Lufthansa in der Starlines zu sein? Des Weiteren, Lufthansa expandiert nach Indien, will dort mit einem, ja, mit einer Airline zusammenarbeiten. Swiss möchte aus der Verlustzone raus. Und dann natürlich für alle, die bis zum Ende durchhalten, gibt es auch ein Leckerli. Wir haben einen Meilendeal in der Business Class an die Westküste. Der Herr Hoffmeister. Der Herr Posten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wisst ihr ja, auch wenn man Freund der Starlines ist, unterstützt uns, indem ihr einen Abonnierbefehl folgt, heißt also den Kanal abonnieren, die Glocke anmacht, unten kommentiert, der Herr Hoffmeister kommentiert, danke, und natürlich ein Like da lasst. Herr Hoffmeister war sehr konzentriert. Lass uns mit dem ersten Thema anfangen. Möchten Sie anfangen, der Herr Hoffmeister? Ja, welches Thema möchten Sie denn gerne als erstes haben? Lass uns einfach anfangen mit Lufthansa will expandieren in der Form, dass man mit einer Fluggesellschaft in Indien zusammenarbeitet. Weil ich glaube, dass das ein sehr gutes Intermezzo ist, um dann weiter zu besprechen, ob die Starlines für die Lufthansa oder grundsätzlich für Fluggesellschaften Sinn macht. Ja, es gibt ja in Indien eigentlich nur einen großen Betreiber einer Luftfahrtgesellschaft, die Tata, nennt man es Tata, die der ja unter anderem auch die Air India gehört. Und ja, dort meint man seitens der Lufthansa, dass Indien halt ein großer, wichtiger Markt ist und man möchte die Kooperation gerne intensivieren, auch auf Strecken in die USA, aber auch nach Europa, in die Schweiz und dergleichen mehr. Man möchte, egal mit welchem Fluggerät man dann fliegt, also ob Lufthansa oder India, die Wartungen gemeinsam harmonisieren und ja, Co-Chairs machen, also den ganzen Kladderadatsch. Man möchte also etwas intensiver mit den Kollegen zusammen, wie soll man sagen, kooperieren, obwohl man ja über die Starline schon relativ eng verbandelt ist. Ja, und das ist halt das Spannende an der Geschichte in meinen Augen. Elise Becker, glaube ich, ist das, die sagte ganz wichtig, dass Indien einer der wichtigsten Märkte für die Lufthansa ist. Und deshalb möchte man halt auch einfach an diesem, sie nannte es, phänomenalen Rückkehr des Marktes partizipieren als Lufthansa. Und Tata, der ja die Air India gerade wieder übernommen hat, mit der Vistara eigentlich eine Fluggesellschaft hat, die in meinen Augen tausendmal geiler ist als Air India, aber das ist ein anderes Thema. Zumal ja Tata auch Air India gegründet hat. Das ist ja auch das Allergeilste. Ne? Zurück zu den Wurzeln sozusagen. Ganz genau. Und du sagtest es ja schon, man ist ja in der Starlines zusammen, Vistara ist ja nicht bei der Starlines und muss man halt einfach gucken, ob man da eine strategische Partnerschaft, was das für einen Sinn macht. Ich meine, Air India ist ja immer wieder gebeutelt mit den Flugzeugen, dass da so ein paar, die 747 zum Beispiel, die da immer wieder Malaise gemacht hat und solche Sachen, da gab es halt immer wieder Probleme. Also es war ein ganz bestimmtes Flugzeug, ne? Also nicht die Flotte, sondern es gab in der 747-Flotte eine 747, die war immer speziell. Und damit möchte die Lufthansa natürlich seinen Fußabdruck in Indien vergrößern. Der indische Markt ist sehr, sehr groß. Das wissen wir ja spätestens, seitdem die unser Gas kaufen wollen, was wir für den Russen nicht mehr abnehmen, wenn man das mal so sagen darf, ne, Mario? Ja, über 1 Milliarde Bevölkerung, das ist schon ein relativ großer, auch großer Binnenmarkt. Ne? Und die Entfernung, es ist ein Subkontinent auch innerhalb Indiens, sind die Strecken ja in der Regel oder größere Strecken halt eigentlich nur mit dem Flugzeug zurücklegbar, zumindest in angemessener Zeit. Ja, und jetzt gucken wir doch einfach mal, als die Starlines gegründet worden ist, gestern vor 25 Jahren, ist ja der Grund gewesen, dass die Fluggesellschaften sich zusammengeschlossen haben, damit die Passagiere, ja, das heißt im Englischen so schön seamless travel, das heißt also, dass man mit einem Reisedokument komplett von A nach B, nach C, nach D fliegen kann, obwohl verschiedene Fluggesellschaften involviert sind, dass man also Gepäck durchchecken kann,
was Interlining Agreements sind. Dann, dass man auch als Passagier die Bordkarten schon am Abflughafen bekommt. Ich weiß nicht, Mario, hattest du mal Flüge gehabt, wo du die Bordkarte nicht hattest und du musstest zum Transferschalter rennen, weil es halt einfach kein Interlining gab? Ein einziges Mal. Aber ob das jetzt wirklich am Interlining lag oder ein anderes technisches Problem gab, da bin ich tatsächlich mal wie immer von, oder wie häufig von Pittsburgh über Toronto zurück nach Deutschland geflogen und man konnte mir in Pittsburgh für den Flug mit der Lufthansa dann ab Toronto keine Bordkarte ausstellen. Also ging nur mit, wir haben eine Air Canada Bordkarte bekommen für den Flug Pittsburgh-Toronto, aber dann nicht weiter. Aber da muss ich auch nicht zum Transferschalter. Die Kollegen wollten oder die Einreise, ja, Grenzbeamten wollten einen erst nicht reinlassen. Ich habe denen aber glaubbar versichert, ich darf weiter nach Deutschland fliegen. Und bin dann einfach ans Gate gegangen und da, ja, nee, alles gar kein Problem, Bordkarte ausgedruckt und dann ging das. Also meines Erachtens ist das in der Regel überhaupt gar kein Problem und es läuft eigentlich ziemlich super. Genau, also heute ist das kein Problem, damals war es ein Thema und vor allem war damals ja auch besprochen worden, dass man zum Beispiel gleiche Sitze einbaut in die Flugzeuge, dass man auch damit Synergien schafft, dass man Flugzeuge bei Herstellern als 26, damals waren es ja nur 5, Fluggesellschaften bestellt. Also und das Thema hat man ja mittlerweile festgestellt, dass das ja selbst innerhalb der Lufthansa-Gruppe schon sehr, sehr schwierig war. Ja. Im Prinzip ist ja der erste Sitz, die Premium Economy, die jetzt flottenweit bei Lufthansa und bei Swiss ist. Und vorher war das ja so, die Business Class ist eine andere, die Lufthansa hat wieder eine andere, die First Class sowieso eine andere. Also das heißt, man hat da diese Synergien in der Allianz gar nicht gehoben. Deshalb hat die Allianz, und das ist das Geburtstagsschreiben, was die sich selber geschickt haben, ist, dass man ein neues Partnerschaftsmodell hat. Also im Prinzip mehr so, da einfach mehr, dass man Fluggesellschaften nicht in dieses Korsett reindrängt. Das ist bei Hotels wäre das so diese Unbound-Geschichte. Das heißt, dass man die eigene Identität trotzdem noch behalten kann. Dann die nächste Sache ist, dass man jetzt eine co-branded Credit Card rausbringen will. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Heißt aber grundsätzlich, damit ihr, wenn ihr hier an dieser Stelle schaut, zu meinen, eine Idee habt, dass man eine Kreditkarte hat, so wie eine Lufthansa MyStarMore-Kreditkarte, aber auf der ist halt Starlines und ich sammle Starpoints oder wie die auch immer dann heißen mögen. Dann das nächste ist, ja, dass man in der Nachhaltigkeit zusammenarbeiten will. Dann hat man biometrische Sachen, die man machen will. Lounge-Angebot, das hat man ja irgendwie auch nicht wirklich geschafft mit den paar Lounges, die es da gibt. Ich habe sie gestern ja aufgezählt, will ich heute gar nicht mehr machen. Dann die nächste Sache ist ganz einfach, dass man halt die Meilen jetzt auch versucht zu schaffen, über alle hinweg einlösen zu können im Rahmen der Kreditkarte. Und ihr merkt daran, dass dieser ursprüngliche Gedanke des Zusammenschlusses, dass man Interlining, also das heißt diese Reisekette oder dieses Customer Journey, wie das so schön heißt, auf diesen ganzen Fluggesellschaften, die der Starlines angehören oder der OneWorld oder dann der SkyTeam angehören, dass die einfach so schmus, wie man so schön sagt im Englischen, sind wie möglich. Und das ist natürlich geschehen. Aber jetzt ist es halt so, dass die Fluggesellschaften ja mittlerweile wie Kraut und Rüben miteinander partizipieren. Die Lufthansa mit der Cathay Pacific, hey, OneWorld. Dann die Lufthansa macht noch mit anderen Fluggesellschaften, mit der Vistara wahrscheinlich auch noch irgendwas. Aber die sind ja in gar keiner Allianz drin. Codeshare-Abkommen mit der Air Baltic, die ja auch in keiner Allianz drin sind. Daran seht ihr einfach, dass diese Allianzgeschichte vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, unter anderem, weil sie gemerkt haben, dass man am Ende des Tages doch ein Einzelkämpfer ist. Für uns als Passagiere ist das natürlich geil. Du fliegst mit einer Fluggesellschaft einmal oder zweimal im Jahr, weil du zum Beispiel nach Mexiko gekommen bist oder nach Südamerika oder irgendwohin, wo du normalerweise nicht fliegst mit deiner Heimatfluggesellschaft, weil die keine Verbindung haben. Hast also Konnektivität, zum Beispiel nach Australien, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber da hast du halt das Problem, wenn du über Hongkong fliegst, sobald sie auf sind, fliegst du mit Cathay Pacific an, glaube ich, 2 oder 3 Destinationen, wo du mit Lufthansa fliegen kannst und auch sogar Meilen bekommst von Lufthansa, obwohl es eine OneWorld ist und nicht mit der Singapore Airlines, was in meinen Augen als der Star Alliance mehr Sinn machen würde, oder mit der Thai von Bangkok aus, dass man da dann fliegt. Und deshalb glaube ich vielleicht, dass diese Star Alliance oder die ganzen
Allianzen ein Auslaufmodell sind. Und da möchte ich noch ein letztes Zitat bringen von Thierry Antinori. Damals, als wir gesprochen haben auf der Dubai Air Show, da war er noch in Amt und Würden bei Emirates, jetzt ist er bei Katar. Und er hat das schon damals gesagt, dass diese Allianzen gar keinen Sinn machen. Deshalb geht Emirates auch in keine Allianzen, sondern man geht immer in eine strategische Partnerschaft. Und ich sehe das einfach auch, dass das die Zukunft ist, dass es ja am Ende des Tages doch eigentlich egal ist, ob du OneWorld, SkyTeam oder was auch immer bist, solange es dir als Fluggesellschaft nützt und damit dann uns als Passagieren nützt. Also insofern ist das straffe Korsett, dass man das wegnimmt, dass die Lufthansa sich jetzt der Kessel geöffnet hat oder der Baltic oder wie auch immer. Ihr seht ja die Flüge München, Riga und so weiter. Mario, wie findest du das, bevor ich hier jetzt weiter 3 Tage über das Thema philosophiere? Nee, ich sehe das nicht ganz so eng. Also ich glaube schon, dass die Allianzen noch weiterhin Sinn machen. Dass das auch meines Erachtens kein großer Widerspruch sein muss. Ich denke, die Allianzen machen vor allen Dingen Sinn, wenn man, wie du es auch schon gesagt hast, von A nach B beziehungsweise von A nach D fliegt über B und C und man dort halt auch den Flugpartner wechseln muss. Das mag natürlich, und das geht den Allianzen einfach besser. Wenn du mit Cathay Pacific irgendwas hast, dann hast du natürlich, dann kannst du natürlich auch Codeshare machen in Richtung, von Deutschland aus gesehen, Richtung Osten, Richtung Asien. Aber auf der anderen Seite fehlt dir dann natürlich, wenn du Richtung Westen willst, Richtung USA, müsstest du da dann ja jeweils, wenn du nicht in der Allianz wärst, auch mit den jeweiligen Fluggesellschaften irgendwelche Kooperationen abschließen. Und die Fluggesellschaften müssten dann wiederum mit anderen Fluggesellschaften Kooperationen schließen. Also grundsätzlich halte ich so eine Allianz für gar nicht verkehrt. Also was natürlich für den Fluggast das Beste wäre, wenn es sozusagen eine weltweite Allianz gibt, also nur eine, wenn alle Fluggesellschaften so untereinander abgestimmt werden, dass es für dich als Fluggast völlig egal wäre, in welches Flugzeug du steigst und du immer nur ein Ticket hast. Aber es ist ja jetzt so, ich habe es ja einmal mitgemacht, da hatte die, weiß nicht, ich glaube, Air Canada war es, da bin ich von Amsterdam geflogen, hatten unfassbare Verspätung und wollten dann, dass ich 2 Tage in Toronto übernachte und dann weiterfliege. Und da habe ich gesagt, nö, das ist mein Urlaub. Ich will dann schon weiter nach Florida, nach Miami ging es da. Sehe zu, wie er mich da runterbringt. Dann ging es mit dem Allianzpartner United nicht. Die Maschinen waren ausgebucht. Und dann haben sie mir großzügigerweise einen Flug von Toronto nach Miami mit American spendiert. Naja, Ende vom Lied war, wir sind zwar angekommen, mussten da in den Niederlanden gleich zum American-Schalter, aber was nicht angekommen ist am Ende, war das Gepäck, weil das klappte dann überhaupt gar nicht. Das war schon alles relativ schwierig. Und insofern muss ich sagen, ist so eine Allianz, wo alles durchgecheckt wird, wo du da auch keine so großen Probleme mit deinem Gepäck hast, schon von Vorteil. Aber wenn eine Allianz natürlich in einem Gebiet nicht so stark ist, dass dann eine Fluggesellschaft wie die Lufthansa zum Beispiel mit Cathay Pacific eine Kooperation abschließt oder ja auch mit der Qantas, why not? Aber grundsätzlich halte ich die Allianzen durchaus noch nicht für überholt. Aber wer weiß. Lufthansa hat 70% ihres Transatlantiksgeschäfts oder ihres internationalen Geschäfts mit Joint Ventures gemacht. Nach Amerika macht sie das ja mit dem Atlantic Joint Venture. Das wäre United und Air Canada. Dann machen sie es ja nach Asien. Mit Asien, das ist ja die All Nippon, die Air China und die Singapore Airlines. Man merkt da schon, dass das alles natürlich in der Star Alliance drin sind, aber an der Allianz trotzdem vorbei. Das, was du natürlich sagst, ist halt das Thema Irr-Ops. Das heißt also im Fall einer Irregularity oder einem irregulären Flugplanverlauf, heißt es, dass die Fluggesellschaft dich umbuchen sollte. Es ist für die Air Canada natürlich am billigsten, dich auf Air Canada weiter zu buchen, wenn Platz frei ist, weil dann verlieren die im Prinzip kein Geld. Wenn sie dich auf United weitergebracht hätten, hätten sie auch nicht ganz so viel Geld verloren, weil es ja da diese Agreements gibt, wo man dann auch billige Tickets hat. Aber wenn sie auf American gehen, dann bezahlen sie fast am meisten, weil da die Agreements natürlich nicht vorteilhaft für die Air Canada sind.
wo du allerdings im Prinzip gerade einen heiligen Gral gefunden hast, ist halt in Amerika, ist das Department of Transportation, das DOT, sehr, sehr knallhart. Die haben ja auch gerade Air Canada auf mehrere Millionen Schadensersatz oder Strafzahlung verdonnert, weil sie halt die Gelder aus den Covid-Flügen nicht zurückerstattet haben für Flüge, die nicht stattgefunden haben. Da dachten die Kanadier, hey, das interessiert uns nicht, wir sind Amerika. Und so, und die Amerikaner mal schnell erklärt, hör mal zu, mein Freund, du willst halt in Amerika fliegen, dann zahlst du mal hier schnell, Mama, zahle Mann und Söhne. Das ist ein richtiger Hinweis. Allerdings ist ja die Allianz eher darauf ausgerichtet, wenn es gut läuft und vor allem, wenn es schlecht läuft, dass man innerhalb der Allianz umgebucht wird. Und da muss man auch sagen, die Lufthansa bucht einen ja auch nicht direkt um. Die Lufthansa weigert sich ja auch. Und da ist ja die EU-Kompensation auch relativ knallhart auf den nächsten verfügbaren Flug und. Da muss man halt sehr, sehr oft nachhorchen, was bei denen da falsch läuft. Ihr könnt ja unten einfach kommentieren, sagt ihr, ist die Allianz, egal wie sie heißt, ob sie Starlines heißt oder ob sie SkyTeam heißt oder OneWorld heißt oder eine Equity Alliance war, die ja nicht funktioniert hat bei der lustigen Etihad. Ihr wisst ja, Rest in Peace Air Berlin, Rest in Peace Air Serbia, mehr oder weniger Alitalia haben wir ja auch quasi Rest in Peace. Jet Airways ist ja wieder auferstanden aus Ruinen. Da sind wir ja wieder im Bild mit Air Berlin. Und was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr einfach, das ist es nicht, eine Allianz. Uns interessieren mehr so eine ganze Joint Ventures und dann wird das halt wieder so ein Flickenteppich, weil es eigentlich über die IATA so ja eigentlich schon im Interlining funktionieren sollte. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Mario, die Starlines... Ja. Hat sich ja umorientiert, um es mal so zu sagen. Ich habe ja mal vorgestellt, wofür die Allianz vor 25 Jahren gestanden hat, warum Herr Weber die Allianz so forciert hat und warum er das Ganze gemacht hat von der Lufthansa. Und das Headquarter ist ja nicht ohne Grund in Frankfurt, weil Lufthansa natürlich ein Major Player dieser Allianz war und ist. Insofern... bringen Sie jetzt eine Kreditkarte raus und versuchen damit, diese Wichtigkeit der Allianz weiter rauszubringen. Wie siehst du das? Macht das für dich Sinn, eine zweite Kreditkarte, die du ja dann haben müsstest, die ja dann keine Miles and More Meilen sammelt, sondern, ich sagte es eben schon, Star Points oder Star Miles oder whatever, wie die Dinger heißen. Und vor allem... Tja. Kriege ich dann eine Silberkarte, eine Goldkarte über einen gewissen Kreditkartenumsatz? Das würde ja dann das Vielfliegerprogramm konterkarieren. Ich will auf das Bahnthema danach erst eingehen. Ja, ich habe keine Ahnung. Letztlich können wir da en Detail auch erst drüber sprechen, wenn es die Karte gibt und wir auch die Bedingungen kennen. Also ob es dort es kann ja letztlich nur Umsätze geben. Ich wüsste gar nicht, wie man sonst auf einer Starlines-Karte irgendwie Meilen sammeln muss. Sonst müssten sich alle Fluggesellschaften zusammentun und sagen, wer mit uns fliegt, der kann auch sozusagen auf der Starlines-Meilenkarte bei uns Meilen sammeln. Und hast dann den Silber, Gold oder, ja, weiß ich nicht, was Standard. Also insofern wird das ganz interessant werden, denn... die Fluggesellschaften müssten ja dann diese Standards bzw. Mitgliederstufen ja auch anerkennen. Das bedeutet halt, man kommt dann in die verschiedenen Gold-Launches oder Launches der verschiedenen Partner, indem man in Anführungsstrichen nur Umsätze gemacht hat und nicht geflogen ist. Ich weiß gar nicht, wie die Fluggesellschaften das so finden. Wird noch sehr interessant werden. Also warten wir mal ab, was die Bedingungen sind für die Kreditkarte, ob wir sie überhaupt in Deutschland bekommen und wenn ja, wann wir sie in Deutschland bekommen. Ja, ganz genau. Also insofern, die Kreditkarte bleibt spannend, ob sie in Amerika startet. Man weiß es nicht, ob sie in Deutschland startet, man weiß es nicht. Aber ich hatte gestern noch mal unterhalb der Kommentare einen Kommentar gehabt von einem unserer Zuschauer und er hatte dann noch mal darauf hingewiesen und da auch noch mal zurecht hingewiesen. Mario und ich hatten das ja auch schon mal gesagt, aber wir hatten das damals, glaube ich, auf Miles and More bezogen, wenn ich das richtig rekapituliere, dass man bei der Bahn
doch bei Mainz & Moor sich anschließen sollte. Heißt also mit der Senatorkarte und so weiter dann halt zumindest vielleicht Lufthansa-Meilen sammeln könnte. Aber so sieht es anscheinend nicht aus. Denn das neue Bahn-Bonus-Programm, das neu eingeführt werden soll, ist ja, ist ja Geschichte, das alte. Das neue mit den Stufen 1500, 2500, 6000 Statuspunkte pro Jahr soll dann vielleicht ab 1500 hast du dann halt eine Frequent-Bahnfahrerkarte von der Starlines. Dann hast du mit 2500 hast du vielleicht die Senator-Bahncard. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Senator das nennen dürfen. Dann bist du halt vielleicht Benator. Und dann mit 6000 bist du dann Bonn Circle. Ich weiß es nicht. Aber es würde doch Sinn machen, weil die Statusstufen, die kennt man ja schon ganz einfach. Also insofern wäre das doch eine Starlines-Geschichte. Also macht das Sinn? Vor allem, weil der Status auch zukünftig 12 Monate gilt und ist an die Laufzeit der Bahnkarte nicht mehr gekoppelt. Ja. Also also es schreit für mich danach. Und vor allem auch, dass die Bahnbonuspunkte weiterhin nach 3 Jahren verfallen, Statuspunkte nach 12 Monaten und dass man dann bei der Statusstufe 1 soll es 4 Gutscheine geben für die Lounge inklusive Gast, 4 Gutscheine für die Sitzplatzreservierung, 4 Gutscheine pro Jahr für Freigetränk, dann Komfort-Hotline-Schalter im Reisezentrum, die zweite Stufe, natürlich die Stufe 1 Vorteile, 8 weitere Gutscheine, 12 Stunden Flinkster Carsharing im Jahr, kostenlos, weiß ich gar nicht, ob ich Flinkster überhaupt nutzen würde, und dann die höchste Stufe, die ja dann vielleicht Horn Circle heißen oder Bond Circle, unbegrenzten Lounge-Zugang, auch zur Dubai Premium Lounge inklusive Gast, kurzfristiges exklusives Sitzplatzkontingent, 30% Rabatt im Restaurant und Bistro und 1 Tag Flinkster Carsharing im Monat kostenlos. Tja, warum nicht, ne? Ja, also wenn man das jetzt so hört, das klingt nach Lufthansa, Starlines, Programm, Angleichung in meinen Augen. Ja, würde ich auch so sehen. Da bist du aber sehr schmallippig jetzt. Ja, ich überlege die ganze Zeit, was für einen oder welchen Sinn es da am Ende gibt. Das ist so ungewohnt, dass wenn man in der Bahn sitzt, einen solchen Status hat. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer es am Ende wird. Du kannst ja dann so durch die Bahn schon rennen, weil du bist ja schon Starlines Gold. Starlines Gold, lass mich durch. Starlines Gold, durchlassen. Ja. Ich weiß es nicht. Also das ist so die Geschichte. Ich finde das gerade geil. Achtung. Vielleicht gibt es ja dann auch solche schicken Autos mit der Bahn oder so. Ja. Problem ist, es gibt bei der Bahn quasi nur eine Economy und eine Business Class, keine First und keine Premium Economy. Also insofern. Vielleicht kommt das, man weiß es nicht genau, aber. Könnt ihr unten kommentieren, ob ihr die Verwirrung von Mario auflösen könnt, inwieweit das etwas wäre, wo ihr sagt, hey, das wäre ein geiler Scheiß. Ich persönlich finde es gut, fände es vielleicht sogar besser, dass die Ursprungsidee von uns mit der Lufthansa aufgenommen worden wäre, dass man Miles & More Partner geworden wäre und dann darüber den Starlines Gold hat. Weil ich glaube einfach, dass natürlich die Deutsche Bahn AG der natürliche Partner der Lufthansa ist. Und damit hätte man auch nicht das Problem, dass man jetzt in 2 verschiedenen Systemen sammeln muss. Heißt also im Prinzip... Das ist so. Also das wird ja dann so aussehen, dass die Lufthansa vielleicht dann sagt, das ist übrigens auch ein Thema für Starlines. Die Starlines hat ja auch Verhältnisse in sich, wo man sagt, die lieben sich nicht. Und da ist Lufthansa Turkish Airlines. Turkish Airlines merkt man, dass man wirklich wesentlich weniger Meilen bekommt bei den Buchungen, als man bekommt bei anderen Fluggesellschaften, die Partnerfluggesellschaften werden. Und vielleicht sieht die Lufthansa dann die Bahn noch mehr als Konkurrenz und sagt, ja, das ist kein Problem, kannst mit der Bahn fahren, kriegst aber dann halt anstatt der 2500 Meilen, die es in der, inklusive Executive Bonus natürlich, die es dann in der First Class der Bahn geben würde, 1875, genau, es sind ja 1500, was erinnert. 1875. Genau, 1875, dafür habe ich dich ja, aber Gott sei Dank halt gemerkt, für innerdeutsch, oder aber du fährst nach Brüssel, dann bist du ja wieder über die Grenze, dann kannst du wieder mehr verdienen,
Salzburg-Wien gibt es ja auch ICE. Also insofern, dass die Lufthansa sagt, nö, dann machen wir nur die Hälfte, weil es gibt ja im Moment eh schon die Deckelung, dass man nur maximal 100.000 Tonnen Circle Mile mit der Deutschen Bahn AG erfahren darf. Also insofern hat man da ja dem reinen Bahnfahren einen Riegel vorgeschoben. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich fände das eigentlich geil, wenn die Bahn da mehr mit der Lufthansa involviert wäre und dem Miles & More. Weil es halt ist natürlicher Partner, sorry. Ja, ich sehe das ja durchaus auch so. Also warten wir es mal ab, ich bin sehr gespannt. Es muss sich ja in den nächsten Wochen und Monaten was ergeben, würde ich sagen. Kommentiert unten die letzte Aufforderung von mir. Nach diesem Thema haben wir jetzt einfach nur noch zum Abschluss ein neues Thema. Und zwar wollen wir noch mal kurz auf das Thema Swiss mit der Verlustzone 2022 verlassen. Wollen wir darauf noch mal eingehen? Oder? Ähnlich wie die Lufthansa möchte die Swiss auch dann die Verlustzone verlassen. Wie eigentlich fast jede Fluggesellschaft. Und das bedeutet allerdings bei der Swiss halt Flugstreichungen im Sommer, von Flügen, die halt nicht entsprechend rentabel sind. Wir haben ja jetzt schon das Problem bei der Swiss, dass aufgrund von Personalproblemen etliche Flüge gestrichen worden sind. Und unter anderem ja auch mein Lieblingsflughafen, der leidet da auch sehr drunter, über dem nicht mehr so häufig angeflogen werden von der Swiss. Also Zürich-Hannover, die Strecke. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten möchte sich die Swiss natürlich auch aus der Staatshilfe lösen. Ähnlich wie das die Lufthansa auch schon gemacht hat. Und schauen wir mal. Nachvollziehbar ist das. Man muss natürlich sagen, dass die Swiss ebenso wie die Lufthansa da sehr vorbildlich ist. Denn bei den anderen großen europäischen Fluggesellschaften ist das ja noch nicht so der Fall. Oder hast du da andere Erkenntnisse? Nö, einige Fluggesellschaften sind da ja nicht ganz so erfolgreich, aber die haben auch nicht so viel Druck wie die Lufthansa. Also die Lufthansa ist ja immer also die hat ja mehr Druck, wenn man sich das mal so ansagt. Ich glaube auch so selbst auferlegter Druck. Aber auf der anderen Seite hat der Staat natürlich auch ziemlich viele Einschränkungen gehabt. Also man hätte zum Beispiel die ITA gar nicht so forcieren können, wenn man halt den Vertrag nicht gekündigt hätte, quasi indem man den Kredit zurückgezahlt hat. Ich finde das immer gut und ich finde ja auch gut, dass die Lufthansa da dem Staat sogar Geld gebracht hat. Der Herr Lindner ist ja wahrscheinlich froh, dass dieses Investment damals von der alten Bundesregierung noch gemacht worden ist, unter dem lustigen Olaf. Und das Problem, was mich ein bisschen stört, ist bei der Swiss, dass sie halt wirklich Personalprobleme haben, weil sie einfach an jeder Ecke kürzen und Erbsen zählen und machen und tun. Und das ist natürlich etwas, was dich am Ende des Tages dann doch wieder in den Popo beißt. Also schwieriges Ding. Ne? Also, aber sie haben halt nicht so viel Knete, weil sie auch Geld sparen müssen. Ist halt so. Du wirst halt nicht reich vom Ausgeben. So ist das. Sollte ich mir merken. Leider nein. Ist so. Man wird nur reich von dem Geld, was man nicht ausgibt. Das ist richtig. Ja, also wie gesagt, nochmal ein Note to myself. Ja, das letzte Thema, was wir heute haben, bevor ihr unten natürlich kommentiert zum Thema Swiss und Schulden und der Weg dahin, ist der Deal. Deal des Tages mit der Lufthansa ex-Spanien an die Westküste. Warum nennen wir das ganz einfach? Weil die Westküste sehr selten ein Ziel ist. Einziger Nachteil bei der Geschichte ist 180 Tage Vorausbuchungsfrist. Buchungsklasse P ist ein Wermutstropfen. Aber wenn man die Preise sieht, Mario, das ist ja schon Hammer. Also 1.500 ein paar kaputte. 1.600, ja, also ein bisschen drüber. Als Return-Ticket, falls ihr es fragt, in der Business Class. Ja, und es ist die alte Business Class, logischerweise. Die kommt ja erst ab 2023. Vielleicht könnt ihr ja für 2023 einen Flug buchen und dann verschieben mit Glück und so weiter. Aber habe ich nicht gesagt. Während zum Beispiel Ziele wie San Francisco, Los Angeles, aber auch nach Seattle würde es gehen, 1.500 Euro so in dem Dreh. Finde ich ein geiler Deal. Buchungsklasse P hatte ich gesagt, aber die 100% Meilen hatte ich euch nicht erwähnt. Nur damit das der Vollständigkeit halber ist. Ihr habt also in der Lufthansa Füße Business Class da dann die Möglichkeit, wer da sagt, ich möchte nicht mit der Lufthansa fliegen, kann natürlich auch mit der Swiss fliegen.
Ganz klar. Genau. Und insofern habt ihr... Schöner Business Class. Ja, da könnt ihr dann euch auf dem Thron vergnügen, wenn ihr nicht zu zweit fliegt. Wenn ihr zu zweit fliegt, könnt ihr auch vielleicht euch auf dem Thron vergnügen, weil ihr dann, wie hatte ich das schon mal gesagt, ich hatte ja mal so einen älteren Herrn in Toronto in der Lounge, der war, ich weiß nicht, der war über 60, noch mehr als 70, also 60 oder 70 Jahre war verheiratet. Und dann fragte ich ihn, ob er neben seiner Frau sitzen möchte und dann sagte er, nö, die habe ich schon oft genug gesehen. Und die Frau drehte sich dann um und meinte, sie hätte das gehört. Und dann sagte er, scheiße, normalerweise hört die schlecht. Sag ich, ja, das ist bei meiner Oma auch so gewesen. Selektives Hören, was sie nicht hören soll, hört sie. Was sie hören soll, ja, das hört sie nicht. Ja, schwierig. Wenn ihr Erfahrungen habt mit selektiven Hören, so wie Mario und ich, dann unten kommentieren. Ansonsten auch natürlich zu dem Deal kommentieren. Ob ihr sagt, das ist ein Deal, das schlagt ihr zu. Denkt dran, dass ihr die Glocke betätigt, nachdem ihr uns abonniert habt. Unten einfach wirklich kommentieren. Lasst die Leitung glühen und lasst uns ein Like da. Dann sagen wir einfach Danke, ne, Mario? Würde ich auch mal sagen. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Naja, Schluss, wir sind über 31 Minuten. Also wenn ich es ein bisschen schneide, sind wir knapp unter 30. Also insofern sind wir jetzt raus. Na dann. Aber dafür aber 4K. Wollen wir noch ein Abschlussbild machen? Machen wir Daumen hoch und dann schön in die Kamera gucken. Alles klar. Und tschüss.